Das ist ein Ort, den man in Tokio durchaus öfter mal sieht oder in ganz Japan. Hier eingeklemmt zwischen, jetzt muss ich nochmal aufpassen, hier fährt gleich noch ein Auto vorbei, zwischen zwei Häusern hier, wie Sie sehen. Sehr niedlich eigentlich, ein kleiner Schrein bzw. Tempel. Ich muss gestehen, ich weiß es in diesem Fall gar nicht. Ich bin gerade auch nur hier vorbeigegangen. Ich weiß auch gar nicht, um welches Thema es hier geht, aber hier sehe ich eben schon den einen oder anderen vorbeigehen, schnell ein kleines Gebet sprechen. Das geht bei den Japanern durchaus zügig, um dann eben weiterzulaufen. Gebete sprechen, das scheint auch ein Thema zu sein bei all den Bitcoin-Fans, nämlich hoffentlich komme ich noch rein und hoffentlich fällt der Kurs jetzt nicht wie wild runter. Aktuell liegt er ja schon fast wieder 10% im Plus. Es ist Wahnsinn, was da gerade abgeht. Naja, aus Trader-Sicht eigentlich nicht wirklich zu genießen, das Ganze. Aus Spekulantensicht möglicherweise schon und möglicherweise auch als Investor für langfristige Überlegungen, in der Überlegung, dass der Markt eben doch noch nicht gesättigt ist und jetzt hier die Zukunft liegt. Möglich wäre es allemal. Nicht so sehr beten muss man aktuell beim DAX, denn der tut sich eigentlich oder der tut eigentlich gar nicht so richtig viel. Ebenfalls der amerikanische Markt, der eiert mehr oder weniger hin und her. Im Moment war er so ein bisschen zurückgekommen. Vielleicht gibt es die Chance, nochmal einzusteigen auf der Long-Seite, insbesondere wenn wir sehen, dass sich das Ganze schön wackelig dann entwickelt. Das werden wir noch abwarten müssen. Das ist noch ein bisschen zu früh. Ein wenig anders sieht es aus und das finde ich eigentlich ganz spannend. Vielleicht wird das sogar der Trade des Tages für morgen. Nämlich Euro gegen US-Dollar finde ich aktuell gar nicht so unattraktiv. Denn wir sind nach unten gekommen, wenn Sie sich das mal angucken, so halbwegs symmetrisch. Wenn Sie auf Stundenbasis zum Beispiel gucken oder 4-Stunden-Basis, so ein bisschen mal so die letzten groben Bewegungen. Und jetzt die letzten Bewegungen sich angucken. Es geht ja nach unten im groben Bild, im Stundenchart. Aber wir haben Überschneidungen hier auf der Abwärtsseite und das ist eigentlich der Klassiker dafür, hey, das geht dem Ende entgegen. Also ich kann mir vorstellen, dass hier die Abwärtsseite so langsam aber sicher die Luft und die Lust verliert und dementsprechend der Kurs wieder nach oben kommt. Noch sieht man es nicht, aber ich finde, da sollte man auf jeden Fall mal drauf gucken, wenn der Kurs letzte Zwischenhochs nach oben toppt und das insbesondere dann auch noch mit einer starken Dynamik, dann finde ich das hervorragend, um da einzusteigen. Also insofern Euro gegen US-Dollar finde ich auf jeden Fall einen Blick wert. Terminlich ist heute natürlich schon die Messe gelesen, da ist nicht mehr so arg viel auf dem Plan. Morgen allerdings kommen die Arbeitsmarktdaten in Amerika. Die machen es denn noch mal einmal spannend, denn das ist sicherlich immer ein, naja, sagen wir mal, ein Eyecatcher. Da wird drauf geguckt, da ist die Erwartungshaltung groß, dass im Nachgang dessen da relativ viel passiert und eben die Liquidität und die Volatilität eben im Markt noch mal nach oben geht. Na gut, also für heute soll es das schon gewesen sein. Wir sehen uns morgen noch mal wieder und können dann mal gucken, was wir aus den Märkten machen. Ich musste hier mal gerade Platz machen, dass hier das Fahrzeug noch mal vorbeikommt. Genießen Sie noch mal einmal diesen hier sehr eingequetschten kleinen Ort der Stille und der Einkehr hier in Tokio zwischen zwei Häusern eingeklemmt. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie heute die richtigen Entscheidungen fällen. Bis zum nächsten Mal.